Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und diesmal ist wieder ein Marktgeschehen dran. Normalerweise mache ich das selber. Diesmal habe ich aber einen ganz, ganz spannenden Gast. Das ist der Robert Halfer von der Baader Bank, wo ja auch ein Teil unser Fonds mitliegt. Und ich freue mich, dass er heute mit dabei ist, denn er hat ganz, ganz langjährige Erfahrung im Bereich Kapitalmarkt und ist als Börsenkommentator ja auch in vielen Sendungen im Fernsehen zu sehen. Herr Halfer, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind und lassen Sie uns, glaube ich, gleich starten. Hallo Herr Müller, danke für die Einladung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich glaube, die Börse ist extremst spannend. Ich bin immer in der Regel so in 20, 30 Minuten mit so einem Podcast durch. Ich bin gespannt, ob wir das heute schaffen werden. Wenn man Sie jetzt so spontan fragt, und ich glaube, die Frage kriegt das bestimmt öfter mal gestellt, was ist an der Börse aktuell los? Können Sie das kurz beschreiben aus Ihrer Sicht? Ich beschreibe es mal so. Es kommt mir vor, wie als meine Tochter Katharina klein war und ihre Spielzeugkiste ausgeschüttet hat. Wumms, alles lag auf dem Boden. Alle Probleme auch sozusagen. Wir haben eine Inflation an Krisen, aber dennoch behaupte ich einfach mal, trotz dieser Energiekrise, Inflationskrise, Zinskrise, Rezession, all das, was wir, Kriegskrise, all das, was wir jeden Tag morgens bis abends dann auch durchhecheln, behaupte ich trotzdem mit Blick auf die Märkte, wir haben eine stabile Seitenlage. Oh, das finde ich eine sehr mutige Aussage. Ich bin übrigens auch ein Daueroptimist. Meine Teilnehmer sagen mir, Uli, glaubst du auch an den rosa Elefanten? Ganz so schlimm ist es nicht. Ich weiß von Ihnen, dass Sie auch sehr optimistisch sind und würde natürlich sehr gerne wissen, stabile Seitenlage, was finden Sie positiv in dem Moment? Ja, erstmal, wir kennen die Probleme. Es kann jetzt niemand mehr sagen, wir stehen vor dem, wie die Kaninchen, das Kaninchen vor der Schlange und sagen, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Die Märkte preisen ein, dass Putin nichts mehr an Gas liefern. Die Märkte preisen die Rezession ein. Die Märkte wissen, was in China passiert. Die Märkte wissen natürlich auch, dass wir Inflation haben. Das ist schon mal das, was die Märkte also schon mal verinnerlicht haben sollten. Und dann sehen wir ja auch durchaus bei allen Krisen auch durchaus Blitze im dunklen Tunnel. Ich gehe davon aus, US-Notenbank, sie hat ja sehr enttäuscht zuletzt in einer Rede ihres Präsidenten Jackson Hole in Wyoming auf dem Notenbanktreffen, dass sie die Inflation weiter bekämpft. Das ist richtig so. Denn was bringt es denn jetzt zu sagen, naja, wir können vielleicht etwas langsamer mit den Zinserhöhungen von Staaten gehen, weil die Inflation zwar kurzfristig runtergegangen ist. Man bringt diese Mission zu Ende. Man macht es kontinuierlich, konsequent. Man versucht, der Inflation das Genick zu brechen, um was zu erreichen. Das ist ja die schöne Aussicht, irgendwann Ende des Jahres sagen zu können, die Zinsangst ist futsch. Wir können sogar wieder mit einer gewissen Zinssenkungsfantasie an den Markt gehen. Das ist positiv. Und die Ausstrahleffekte der Amerikaner für die gesamten Märkte der Welt sind natürlich dann auch dann gegeben. Dann stellen wir auch fest, naja, wir haben sicherlich eine Gaskrise, aber immerhin die Gasspeicher sind ja doch relativ hoch gefüllt. Wir haben hohe Preise, aber wir sehen ja, dass eine Regierung, da kann man kritisieren, da wird auch vieles falsch gemacht, aber versucht das Ganze auch einigermaßen dann zu entspannen. Wir sehen die Chinesen, die im Augenblick eine Covid-Strategie fahren, weil sie dem Irrglauben unterlegen, man könnte Covid besiegen. Aber okay, ich denke, nach dem Parteitag im Oktober wird dann auch die KP aufmachen, damit auch wieder zwei Dinge tun. Auf der einen Seite bekommen wir Rohstoffe verstärkt aus China, also Vorprodukte vor allen Dingen, und wir können mehr nach China wieder verkaufen, damit die Industrie wieder mehr arbeiten kann. Das sind positive Dinge. Und ganz wichtig, was ist die Alternative? Die große Alternative zum Aktienmarkt ist doch immer das Zinssparen früher gewesen. Ja, wir kennen das alle ja noch, als wir mit unseren Sparschweinchen als kleines Kind dann auch zur Sparkasse, zur Bank gegangen sind, uns gefreut haben, wenn wir Zinsen bekommen haben. Das ist vorbei. Zinssparen kann nie mehr lukrativ werden, weil gerade die EZB nie eine starke Zinserhöhungspolitik fahren darf, weil ansonsten Europa eben den Löffel abgibt. Ich sage es mal genau so. Das heißt, die Alternative ist nicht da. Und nach Inflation ist ja noch verheerender. Das ist immer faszinierend, wenn ich höre, wenn Leute sagen, es gibt keine Minuszinsen mehr. Holdrio, was ist denn damit gewonnen? Gar nichts, denn wir haben ja im Augenblick noch schlechtere Realzinsen, also nach Inflation, als zu Beginn des Jahres. Also Zinssparen ist keine Alternative. Man kann mal kurzfristig Geld parken, aber nicht länger. Und das bringt natürlich den Blick auf den Aktienmarkt, aber bitte auch nicht in der gesamten Breite platt die Aktienindizes, sondern so schon sehr selektiv. Und das ist die Kernarbeit, auch der Analysten, rauszupicken, was interessant ist. Und ich kann ja noch ein bisschen weiterreden. Den Hightech-Sektor halte ich schon. Aber Sie dürfen auch mal ein bisschen natürlich auch Ihre Rolle als Moderator natürlich folgen.
Vielleicht, das würde ich gleich ein bisschen nach hinten stellen, weil ich habe natürlich die Frage noch so ein bisschen Richtung Tipp, wo würden Sie investieren, wo sehen Sie gute Märkte? Aber ich würde auf die Aussagen davor ganz gerne nochmal eingehen. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort an der Börse, don't fight the Fed. Und natürlich können wir gleich dazu nehmen, das Thema der Rezession. Sie haben es tatsächlich ja sehr positiv gerade dargestellt, dass der Inflation das Genick gebrochen werden muss. Auf der anderen Seite ist natürlich genau dieses Thema don't fight the Fed oder auch die Rezessionsangst, dass man ja denkt, durch zu hohe Zinsen, zu schnelles Drehen, würgen wir die Wirtschaft ab. Wie sehen Sie dieses Thema? Ja, auch die Fed ist zu spät gekommen. Ja, jetzt erlaube ich mir mal ein Zitat eines kürzlich verstorbenen Michail Gorbatschow zu benutzen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Man kann es auch für die Geldpolitik sagen. Wer zu spät die Zinsen anhebt, also die Inflation laufen lässt, bezahlt damit, dass die Inflation immer stärker wird. Man könnte auch noch eine andere Metapher dazu nutzen. Inflation ist wie Unkraut. Lässt man es wuchern, wird es immer schlimmer. Also muss man von Anfang an Florian den Gartenfreund spielen und sagen, jedes kleine Unkrautpflänzchen rausrupfen. Okay, das haben wir verpasst, auch in Amerika. Aber sie machen es jetzt konsequent und sagen, was bringt es uns, diese Zinsangst lange aufrechtzuerhalten? Gerade für eine kreditverliebte US-Wirtschaft, ja, wo es also auch um Kredite geht. Jeder weiß, in Amerika beginnt die Verschuldung ja mit Eintritt ins College-Alter. Dann muss man auch schnell damit durch sein, damit man sagen kann, es wird wieder besser. Es kommt wieder Zinssenkungsfantasie im nächsten Jahr hervor. Ja, Amerika droht damit durchaus eine Rezession, aber ein Vorteil hat Amerika im Augenblick. Sie haben einen dramatisch guten Arbeitsmarkt immer noch. Das heißt, die Wirtschaft verträgt mehr Restriktionen. Und das muss man auch erkennen. Was bringt denn einfach Inflation laufen zu lassen, die Zinsen nicht anheben zu lassen, wenn man weiß, dass der Inflation auch die Kaufkraft schmälert, die Leute gar nicht das Geld mehr in der Tasche haben, um im Sinne einer positiven Wirtschaft Geld auszugeben. Also man zahlt mit Inflation laufen lassen mehr, als wenn man sagt, jetzt kommt der Meister proper, jetzt wird mal der Boden richtig geputzt und Tabula rasa gemacht. Sehr, sehr gut. Haben Sie, finde ich, sehr interessant gesagt. Jetzt haben Sie auch das Thema Rohstoff, Öl, Gas und diese Themen angesprochen. Gibt es Dinge, Sie waren ja, finde ich, doch sehr positiv, passend auch zu mir. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das könnte den Aufschwung oder auch die steigenden Kurse an der Börse wieder gefährden? Ja, natürlich. Das Rohstoffthema ist ein großes Thema. Ich habe auf China jetzt verwiesen. Also wenn es mal um Vorprodukte geht, jetzt nicht unbedingt Energieprodukte, das ist natürlich gerade das Manko eben auch nicht von Amerika. Die sind ja in einem viel höheren Grad unabhängig. Ja, die haben können fracken, wenn sie wollen und haben ja auch Gas und die Strompreise sind niedrig. Und das war auch kurz nochmal zu veranschaulichen, was ich faszinierend finde. In Amerika ist ja der Strompreis seit 2017 kaum gestiegen. Ja, dass sich in Europa in der Spitze jetzt vor kurzem ver-22-facht. Das ist schon in Deutschland vor allen Dingen eine krasse Aussage. Der Gaspreis ist günstiger, das heißt, Amerika kommt dann sicherlich mit einem blauen Auge eher davon als wir, wo wir mindestens auch gebrochene Beine haben werden. Wie kriegen wir Energie? Gut, wir müssen andere anzapfen, das wird schwierig werden. Und das wird auch sicherlich bei uns, wir gehen in die Rezession, das sage ich auch ganz klar, das Winterhalbjahr ist Rezession. Aber man darf den Wirtschaftsstand auch nicht mit dem Börsenplatz verwechseln. Es gibt ja viele Konzerne, die weltweit tätig sind. Ich nenne mal das Beispiel der BASF. Wenn die in Indien produzieren, was sie ja tun, kommen sie natürlich auch in die Vergünstigung billigen russischen Öls. Die Börse, sage ich auch, ist keine Moralveranstaltung, ist nicht die Heilsarmee. Da geht es um Geld verdienen. Und die BASF muss natürlich schauen, dass sie mit ihren Konkurrenten weltweit auch mithalten kann. Also lässt das den DAX weniger, dem DAX weniger der Pein aus als dem Wirtschaftsstandort. Hier muss natürlich eine vernünftige Politik gemacht werden. Das sage ich hier auch. Ich bin ja nicht kein Kandidat, der sich irgendwann aufstellen lässt und wählen lässt. Die Grundlast muss gesichert sein. Also ich, jetzt rein mathematisch, ich weiß nicht, wie wir das schaffen im Winter, wenn die Atomkraftwerke nicht am Netz bleiben, hört nicht jeder gerne, das ist mir schon klar und jede, und die Kohlekraftwerke auch nur so ein bisschen ans Netz kommen, das werden wir nicht schaffen. Sonst spielen wir 2022 nach Jesu Christi Geburt nochmal Bethlehem nach, nämlich kalt und dunkel. Das sollte man nicht machen. Sehr, sehr spannend. Das muss natürlich auch ein Thema ansprechen. Das ist natürlich das Thema Russland, Ukraine und natürlich auch aufkommt China und Taiwan. Was ist denn Ihre Einschätzung, so vielleicht politisch, vielleicht eher, aber wirtschaftlich, was sagen Sie dazu? Also ich hatte eher befürchtet, dass die Chinesen früher, ich sage mal im Windschatten des Konfliktes Russland und Ukraine, sagen, okay, jetzt guckt alles auf beide Länder, Ukraine und Russland, jetzt können wir uns Taiwan schnappen. Was die Amerikaner im Augenblick machen, und ich weiß, da kann man zweigeteilter Meinung sein, aber sie legen im Augenblick die Latte sehr hoch für China, Taiwan anzugreifen, indem
die Parlamentspräsidentin Frau Pelosi da war, jetzt andauernd Delegationen da sind, man auch offen von Militärlieferungen spricht. Die einen sagen, das ist Kriegstreiberei. Andere, ich würde mich der zweiten Meinung auch dann eher näher fühlen, sagen, nein, damit wird die Latte hochgelegt. China kann damit so leicht Taiwan nicht schlucken. Das machen die Amerikaner natürlich auch nicht nur aus uneigennützigen Motiven. Sie wissen natürlich, auf Taiwan sitzt ein großer und bedeutender Semiconductor-Wert, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ja, die ja einzigartig sind, was sie können und damit ja auch die digitale Welt am Laufen halten. Man möchte verhindern, dass das in die chinesischen Hände kommt und deshalb macht man genau diese Politik. Die Gefahr ist nicht gebannt, dass China das macht, aber die Latte ist sehr hoch und da China große innenpolitische Probleme hat, die Binnenwirtschaft ist in der Rezession, machen wir uns nichts vor. Wir haben eine Immobilienkrise, da könnte man fast die Lehman-Krise als Kindergeburtstag bezeichnen. Ja, überspitzt formuliert, der Rheinländer ist ja immer gerne mit solchen Worten schnell dabei, aber da wird sich China vielleicht zweimal überlegen, ob sie jetzt nochmal sich diesen Konflikt ans Bein binden, wohl wissen, dass sie auch sehr viel an Amerika verkaufen. Wenn die Exportmärkte nicht funktionieren, die Binnenkultur auch nicht, fällt es mir schwer, eine Fantasie zu entwickeln, dass die Chinesen wie bisher sehr glücklich sind, auch mit ihrer Staatsführung. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Wir hatten ja jetzt schon eben das Thema der FED am Anfang. Da haben Sie ja schon ein paar Dinge gesagt. Vielleicht auch nochmal eine Einschätzung von Ihnen zum EZB hier in Europa. Wie sehen Sie das? Was wird da passieren? Ja, sie kommt natürlich viel zu spät. Ja, und hier haben wir natürlich jetzt gehört, Inflationsrate in Europa, Europameister, Yippie, 9,1%. Natürlich kein Yippie, das ist natürlich keine Auszeichnung, das ist sehr, sehr betrüblich. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung auch sogar eine Zinsanpassung um 0,75% nach oben macht. Aber wir wissen natürlich auch, die EZB wird ja gerne von den Karren europäischer Interessen, auch Wirtschaftsinteressen gespannt. Wir sehen ja, in Europa gibt es eine dramatische Reformmüdigkeit und daran hat man sich auch gewöhnt. Das ist ja wie in der Schule, wenn der Lehrer, die Lehrerin sagt, liebe Kinder, macht, was ihr wollt, die schlechteste Note ist eine 3 plus, wird sich keiner wirklich anstrengen. Also der Anreiz, Reformen zu machen, damit man nach vorne kommt, ist ja verblasst. Und das ist auf einmal umzukehren, indem man eine knallharte Zinserhöhungspolitik macht, die notwendig wäre, um die Inflation zu bekämpfen, das ist ja theoretisch auch absolut richtig, dass man sagt, wir hauen auch in Europa die Inflation zu Brei, hätte ich fast gesagt. Die muss klein gehalten, wie es früher in der Bundesbank gemacht hat. Aber die Angst, dass dann die Kollateralschäden mit Schulden, mangelnder Schuldentragfähigkeit dann da sind, so groß. Nur, damit ist auch nichts gewonnen. Wir werden dann mit einer hohen Inflation leben müssen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, die italienische Krankheit, hohe Inflation, die Wohlfahrt auffrisst. Und ich habe sie eben schon angedeutet, indem man natürlich den Ländern immer sagt, keine Sorge, wenn alle Stricke reißen, ich bin da. Na, sorge dich nicht, denk an die EZB, wir reißen euch raus. Ist Reformkraft ganz klein? Das muss man sich klar vor Augen führen. Und damit fällt natürlich Europa immer mehr auch zusammen gegenüber den anderen Blöcken, China vor allen Dingen und Amerika. Das heißt, die EZB wird zum Dauerretter werden. Das wird die Inflation hochhalten, das wird den Wohlstandsverlust hochhalten. Und das ist eine große Gefahr. Aber das Signal ist einmal, einen rauszulassen, aus der Hüfte zu schießen, eine Hohezinserhöhung zu machen, Leitzinserhöhung zu machen, das könnte man schon machen. Nur es wird nicht reichen. Wir werden mit der Inflation wahrscheinlich leben müssen. Das heißt, durch noch einmal Zinssparen kann nicht attraktiv werden. Sehen Sie das auch jetzt von der Einschätzung in Anführungsstrichen auf Dauer so? Sie sagten ja gerade so ein bisschen, China fährt natürlich weit vorweg mit Amerika, gar keine Frage. Europa hängt natürlich hinterher. Sehen Sie da schon ein Stück weit einen Ausweg? Gibt es da Menschen, die da gefühlt wach werden? Oder also ist es ein Fass ohne Boden? Also sagen wir mal so, also wenn die Frage so gemeint ist, wo steht Europa in der Triade, Amerika, Asien, vor allen Dingen China, denn da, dann stehen wir schlecht da. Man kann natürlich bessern, ja, also man kann ja vom Saulus zum Paulus werden. Aber wenn man das Beispiel Deutschland nimmt, Wirtschaftskompetenz hat uns groß gemacht. Ich habe den Eindruck, Wirtschaftskompetenz gilt heute vielfach in politischen Kreisen als Krankheit, die besiegt werden muss. Nein, Wirtschaftskompetenz ist der Schlüssel für alles. Ohne den Willen zu sagen, wir sorgen dafür, dass eine Marktwirtschaft stark ist. So stark, dass soziale Marktwirtschaft funktioniert. Dass also die Marktwirtschaft so viel abwirft, dass Sozialleistungen gezahlt werden können. Was natürlich selbstverständlich für mich ist. Wir leben in einer humanen Gesellschaft, das gehört dazu. Aber die Wirtschaft muss dafür gestärkt werden. Wenn wir aber im Grunde genommen das, was wir früher konnten, abschaffen, Verbrennermotor,
aber nicht gleichzeitig eine adäquate Quelle des Wohlstands haben, Klimaschutz, dann ist das natürlich relativ schwierig. Wo soll es denn herkommen? Wo sollen die Leute arbeiten, die in meiner Heimat bei Rhein-Braun noch sind? Wo sollen die später ihre Brötchen verdienen? Wo will man denn noch Wohlstandsgewinne erzielen, wenn wir nicht bereit sind, den Klimaschutz dramatisch auszubauen? Nach dem Motto, wir können das. Und wir können es wirklich. Also wir haben tolle Unternehmen in Deutschland, die Umweltschutz aus dem FF können. Was wir brauchen, ist aber dieser Anschub. Wer macht das? Die Amerikaner jetzt mit dieser neuen massiven Ausgabe in erneuerbare Technologien. Da wird der Schneid abgekauft. Und das muss Europa mal kapieren. Wir können nicht zusammenhalten und ich sag mal in Brüssel auf dem Rathausplatz uns alle am Händchen nehmen und Kumbaya, my Lord, singen. Das kann man gerne mal machen. Aber damit lösen wir die Wirtschaftsprobleme nicht. Das ist so klar. Anpacken, Leistungsprinzip, den anderen mal die Zähne zeigen. Nicht die faulen Zähne, sondern die weißen Zähne, die zupacken können. Das ist der Weg, um Wohlstand zu schaffen zukünftig. Sonst verlieren wir das. Und das auch nochmal, man darf als Politiker niemals den Menschen suggerieren, Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand fallen vom Himmel wie Vogeldreck. Das funktioniert nicht. Dafür muss man was tun. Absolut. Ich finde das Interview jetzt schon mega, mega spannend. Sie sprechen über vielen Punkten noch absolut aus der Seele. Wir kommen auch langsam schon zum Ende, aber natürlich möchte ich das Thema nochmal aufgreifen von vorhin mit der Frage, so ein bisschen Tipp, wo kann man investieren? Der September ist ja auch charttechnisch gesehen gerade angeschlagen, der DAX, beziehungsweise im September kann man auch aus statistischen Gründen sehen, ist ja oft doch ein sehr schwieriger Monat. Vielleicht so ein kleiner Ausblick von Ihnen, Herrn Halver, wie geht das Jahr zu Ende und was sind so Assetklassen oder auch Aktienthemen und Dinge, wo Sie sagen, da kann man auf jeden Fall mal über den Investment nachdenken. Ja, ich glaube, wir stehen Ende des Jahres höher als jetzt, weil ich am Anfang des Gesprächs ja mit Ihnen auch gesagt habe, dass auch die positiven Dinge gesehen werden müssen. Ich weiß das. Wir haben im Augenblick viele Scheuklappen auf und sehen nicht nach links oder rechts, aber ich sage es nochmal drastisch in meinen rheinischen Worten. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft keine Baumrinde fressen müssen, dass wir im Grunde genommen zwar Probleme haben, damit immer besser klarkommen. Wir haben eine sehr anpassungsfähige deutsche Industrie. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir Industriewerte, Börsenwerte nicht mit dem Standort verwechseln dürfen. Die können ja weltweit auch agieren, ihre Energie beschaffen beziehungsweise dort auch verkaufen. Also solange sie ihren Sitz in Deutschland haben, sind es ja DAX-Werte, MDAX-Werte, was weiß auch immer. Nicht, das ist wichtiger. China ist darauf angewiesen, nach wie vor Export auch zu machen. Da kommen wir wieder ins Boot. Das heißt, die Exportrate spielt wieder für uns. Die Zinsangst zumindest in Amerika wird Ende des Jahres weichen. Wir werden keine US-Notenbank sehen, die dramatisch die US-Konjunktur in die Rezession führt. Ja, sie will die Inflation sicherlich zurückführen, aber sie wird auch keine Paul-Volcker-ähnliche Zinserhöhungspolitik wie Anfang der 80er Jahre machen, wo die Amerikaner ja in eine schwere Rezession gegangen sind. All das ist dann positiv, wenn man das mal so sieht. Vieles ist drin, aber natürlich nicht platt die Aktienindizes kaufen, sondern man guckt auf die Subsegmente. Ich halte Hightech nach wie vor für interessant, aus diversen Gründen. Erstens, wenn die Zinsangst abebbt, gibt es ja weniger Grund, die sicherlich hohen Bewertungen zu rasieren. Da sagt man ja, okay, da können wir eine gewisse Entspannung haben. Zweitens, die Geschäftsmodelle sind doch intakt. Hightech ist doch intakt. Deregulierung, Cloud Computing, Robotics, ersetzt das Mensch durch Maschine, das sind doch keine auslaufenden Geschäftsmodelle. Die fangen doch erst an zu wirken. Und damit kann man auch Geld mitverdienen. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die Karte alternative Energiewerte, die ja politisch sehr stark nach vorne getrieben werden. Jetzt auch mit Amerika, mit den letzten Staatsausgabeprogramm für alternative Energien. Da kommt da jetzt richtig Wumms rein. Wenn Amerika was anpackt, kommt da Wumms rein. Europa will es ja auch machen. Da haben wir die Chancen. Wir haben nach wie vor die Dividendenwerte. Okay, wir sind nicht mehr in der Dividendensaison, das ist mir schon klar. Aber ich bin auch der Meinung, dass Aktien längerfristig eine gewisse Perspektive entwickeln sollten und nicht dem Motto gekauft werden könnten, wie es mal war in der Vergangenheit, heute kaufen in zwei Wochen dazu verdient zu haben. Man macht das ja mittlerweile auch mit sich. Da muss man sich den vergangenen Lustgewinn der Zinsen eben dann zurückholen. Das ist unheimlich wichtig, dass man das sieht. Und das klingt immer so banal, auch bitte regelmäßig ansparen, jeden Monat. Das kann man mit Fonds und ETFs machen, man kann es aber mit Einzelaktien machen, wo man sagt, meine Objekte, die mir gefallen, da gehe ich dann rein. Und dann, wenn die Konjunktur sich wieder festigen sollte, dann haben wir natürlich wieder auf der deutschen Aktienseite wieder gute Chancen, denn wir sind immer noch eine Industrienation. Dann läuft das natürlich auch bei uns wieder. Also von daher wäre das auch mal eine Überlegung wert, jetzt
mal ein bisschen auch die Lichtblicke zu erkennen und nicht die ganz dunkle Sonnenbrille aufzusetzen. Nicht La Vie en Rose, das bekommen wir nicht. Also die einfachen Gewinne der letzten Jahre, sowas kriegen wir so schnell nicht wieder. Aber schon zu sagen, okay, wir wissen, was auf uns zukommt, die Börsen wissen das auch. Und dann sollte man aber trotzdem aufgrund der genannten Punkte etwas positiver in die Zukunft schauen. Und zum Schluss, das sage ich immer wieder noch einmal gerne, Zins sparen? Nein. Bleibt unattraktiv wie Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Und es kann nicht besser werden, weil die Welt überschuldet ist. Das funktioniert nicht mehr. Sonst würden wir uns selbst den Stöpsel aus der Badewanne ziehen. Und das wird kein Politiker wollen und kein Geldpolitiker sowieso. Sehr schön. Ich stelle zum Abschluss gerne noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie auf sowas überhaupt antworten. Wenn ich Sie heute frage, der DAX kämpft ja um die 13.000. Wo steht er am 31.12.? Haben Sie eine Idee? Ja, wir haben gute Chancen, Richtung 14.000 zu gehen. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Herr Helfer, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und ja, wenn es euch in der Community wieder gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine kleine 5-Sterne-Bewertung und sagen alle nochmal herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit. Herr Müller, herzlichen Dank. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Thank you.